The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Körperliches Leiden lindern. Geht aber und predigt und spricht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund. Weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein. Treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gebt es auch. Gefährliche Zeiten stehen uns bevor. Die ganze Welt wird ratlos und in Not sein. Krankheiten jeder Art werden die Menschheit plagen. Und die Unwissenheit, die jetzt bezüglich der Gesundheitsgesetze herrscht, wird zu viel Leiden führen und zum Verlust vieler Menschenleben, die eigentlich hätten gerettet werden können. Wenn religiöse Aggressionen die Freiheit unserer Nation untergraben, werden alle, die für die Gewissensfreiheit einstehen, in eine ungünstige Lage versetzt werden. Um ihrer selbst willen sollten sie, solange sie dazu Gelegenheit haben, sich in Bezug auf Krankheitsursachen, Verhütung und Behandlung informieren. Wer das tut, wird überall ein Arbeitsfeld vorfinden. Es wird immer sehr viele Leidende geben, die Hilfe brauchen, und zwar nicht nur unter unseren Glaubensgenossen, sondern hauptsächlich unter Menschen, die die Wahrheit nicht kennen. Das medizinische Werk, das in Verbindung mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft durchgeführt wird, soll wunderbare Ergebnisse hervorbringen. Es soll ein heiligendes und einigendes Werk sein. Eine Parallele zu der Aufgabe, die das große Haupt der Gemeinde seinen ersten Jüngern übertragen hatte. Als er diese Jünger zusammenrief, gab ihnen Christus ihren Auftrag. Geht aber und predigt und spricht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Es tut uns gut, dieses Kapitel zu lesen und uns durch seine Weissagungen für unsere Arbeit ausrichten zu lassen. Die ersten Jünger führten auf Christi Geheiß hin Aufträge aus. Sein Geist sollte ihnen den Weg bereiten. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass sie mit solch einer Botschaft, mit solchen Segnungen in den Häusern der Leute freudig aufgenommen würden. Durch die Linderung körperlicher Leiden erreicht Gott die Herzen. Der Same der Wahrheit wird in das Gemüt gesenkt und von Gott bewässert. Viel Geduld mag nötig sein, bis dieser Same ein Lebenszeichen von sich gibt. Aber schließlich keimt er auf und bringt Frucht zum ewigen Leben. Wie langsam die Menschen begreifen, welche Vorkehrung Gott für den Tag seiner Macht getroffen hat. The Lord is coming. Are